Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Vielleicht dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Ja, der Bruder. Du hast es auch. Nicht schießen! Hände hoch! Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Raiz sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Von mir oder von dir aus gesehen? Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Raiz deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt.
Ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Wir könnten richtig gute Freunde werden. Da bist du ja. Rais sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Rais. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermassel's nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Thank you.
Kapone. Bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Raiz mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Raiz. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Thank you.
Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Du gibst schon auf? Also gut, sammelt das Zeug auf. Wir brechen auf, sobald ihr fertig seid. Soll das ein Witz sein? Besser ist das. Verpiss dich, bevor ich dich in Stücke reiße. Besser ist das. Verpiss dich, bevor ich dich in Stücke lasse. Verdammt! Ja, zieh du nur den Schwanz ein!
Barim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Ugh!